Okay. Licht aus. Spot on. Hä? Exploring Economics. Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise, Weltwirtschaftskrise und bei dir auch eine Beziehungskrise? Krise, Krise, Krise. Und hat sich seitdem die Lehre der VWL hinreichend verändert? Nein. Die VWL, wie sie heute gelehrt wird, ist eigentlich Malen nach Zahlen. Man hat einen Bleistift und zeichnet vorgefertigte Bahnen nach. Das ist alles ziemlich grau und trist. Die Modelle sind einseitig und die Perspektiven sind eingeschränkt. Und das liegt eigentlich daran, dass die Konzepte und Theorien immer nur aus einer Denkschule stammen. Dabei ist die Welt komplex, bunt, aber auch unvorhersehbar. Mit nur einem Bleistift zu versuchen, die Welt zu beschreiben, muss doch scheitern. Ja, und trotzdem ist diese Vorgehensweise eigentlich immer noch gang und gäbe. Denn Studentinnen und Studenten werden in ihrer Ausbildung eigentlich nur mit einer Denkschule konfrontiert, der Neoklassik. Und daher werden auch die Lösungsansätze für gesellschaftliche und politische Fragestellungen auch immer nur von dieser einen Perspektive her konzipiert. Was die VWL eigentlich braucht, sind unterschiedliche Farben, um die Welt besser zu beschreiben, Krisen zu verstehen und Lösungsansätze anzubieten. Und all diese Farben gibt es ja auch schon bereits. Doch leider sieht man diese viel zu selten in den Vorlesungen der Ökonominnen und Ökonomen. Deshalb gibt es Exploring Economics, um euch in die farbenfrohe Welt der Ökonomie zu entführen. Ja, und da gibt es dann zwar immer noch Bleistifte, aber die sind nur ein Teil des Spektrums. Denn nur ein bunter Malkasten ist ein guter Malkasten. Exploring Economics.